Ja, und damit Moin und Servus, meine Buben. Wir sind endlich wieder hier bei News Spekulatius. Brüders, es wird doch mal wieder Zeit, ja? Denn Nintendo hat heute brandneue Quartalszahlen hinausgeschallert, könnte man sagen. Und zwar zu unter anderem Verkaufszahlen der Nintendo Switch-Familie und Software-Titel für die Switch. Und sagen wir mal so, wie es ist, es sieht für Nintendo immer noch ganz gut aus. Aber nicht so gut wie im Vorjahr, wie letztes Jahr. Warum und wieso das so ist, ja, all das und vieles mehr in diesem Video. Es wird dementsprechend sehr wild. Also lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallenisieren sollte. Ja, vielen Dank, meine Brüders, für die heilige Unterstützung. Abonniert hier gerne rein für mehr News-Spekulatius und aktiviert die Glocke, damit ihr von diesen Themen hier nichts mehr verpasst. Also, kommen wir zu Nintendos neuem Finanzbericht, also zu den Quartalszahlen. Die sind heute rausgekommen, unter anderem hier einzusehen in diesem Dokument, ja. Hier hat Nintendo einige Zahlen veröffentlicht zu auch nicht nur Switch-Familie und dergleichen, sondern auch ging es hier teilweise um den Mobile-Markt. Der Mobile-Markt wird aber irgendwann mal angesprochen. Da müssen wir auch auf jeden Fall mal drüber reden, Brüder. Der Mobile-Markt von Nintendo, was ist damit passiert? Nintendo hat so eine Qualitätsoffensive angekündigt. Und was ist daraus geworden? Ja, bisher nicht viel. Aber wie gesagt, das eventuell irgendwann mal, wenn ihr Bock habt. In einem anderen Video, jetzt hier, geht es um die Verkaufszahlen der Switch-Familie und Software-Titeln zum zweiten Quartal von 2021. Und nochmal ganz kurz zur Erinnerung, das zweite Quartal geht vom 1. April bis zum 30. Juni 2021 natürlich. Und in dieser Zeitspanne, wenn wir direkt mal hier von Hardware-Zahlen reden, von den nackten Zahlen, ja, da wurden 4,45 Millionen Switch-Konsolen verkauft. Also jetzt innerhalb dieser 3 Monate 4,45 Millionen Stück, also ungefähr 1 Million Switch-Konsolen im Monat. Man könnte sogar sagen 1,15, wenn man das mal so dreisatzmäßig runterrechnet. Insgesamt wurden also seit Release, um das mal kurz zu addieren, etwa 89,04 Millionen Switch-Konsolen verkauft, also Switch Lite und Switch inbegriffen, und fast 90 Millionen Stück. Möglicherweise sind es sogar jetzt zu diesem Zeitpunkt hier 90 Millionen Konsolen, die verkauft worden sind. Die Zahlen sind ja etwas, ich sag mal, in der Vergangenheit, die sind ja nur bis zum 30. Juni gerechnet, und wer weiß, über einen Monat ist vergangen. Wenn die Statistik nicht lügt, dann hätten wir jetzt 90 Millionen Switch-Konsolen, die Nintendo verkauft hat. Grüße und Glückwunsch gehen hinaus, noch 10 Millionen, dann habt ihr die Wii eingeholt. Let's go! Wir kommen zu den Softwarezahlen. Brüder, in diesem Quartal wurden 45,28 Millionen Software-Einheiten verkauft. 45 Millionen Stück, fast 50 Millionen. Das klingt viel, oder? Insgesamt sind wir jetzt also, was Softwarezahlen angeht, bei 632,4 Millionen Spielen, die verkauft worden sind für das Switch-System. Sehr wild auf jeden Fall. Und jetzt würde ich sagen, bleiben wir doch mal hier bei der Software und kommen zu den Top 10 der meistverkauftesten First-Party-Games für Nintendo Switch. Und da haben wir, wir machen das natürlich von 10 runter, damit es spannender wird, na klar. Platz 10, wer hätte es gedacht, dass sich das mal so entwickelt. Das geht raus an alle Mütter in der Trennungsphase, die wahrscheinlich ein bisschen Sport machen wollen. Ring Fit Adventure auf Platz 10. 11,26 Millionen alleinerziehende Mütter, die wahrscheinlich so ein bisschen ihre, ja, Linie wieder halten wollen, um wahrscheinlich wieder ins Becken zu springen. Na klar doch. Anders gesagt, 11,26 Millionen. Ja, verkaufte Einheiten hier zu Ring Fit Adventure. Ein riesiger Erfolg für Nintendo. Mal kurz Spaß beiseite hier. Wir kommen zu Platz 9. Und ich sag mal so, Ring Fit Adventure ist davon nicht weit entfernt. Aber Splatoon 2 auf Platz 9 mit 12,45 Millionen verkauften Einheiten. Das ist für die Splatoon-Brüderschaft da draußen wahrscheinlich ein sehr guter Wert. Ist es auch für eine so kurzlebige, was heißt kurz, aber für eine so junge IP wie Splatoon, ein großer Erfolg, muss man sagen. Platz 8, Pokémon Let's Go Pikachu, Evoli, kommen insgesamt auf 13,57 Millionen Verkäufen. Ja, wir sind hier gerade im zweistelligen Segment unterwegs, ja,
im 10er-Bereich. Das bleibt auch erstmal ein bisschen so. Denn Platz 7 geht an Super Mario Party mit 15,72 Millionen verkauften Einheiten. Und das ist auch ein sehr guter Wert, ja, nach 3 Jahren so eine Verkaufszahl hinzulegen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also das Mario im Titel hat auf jeden Fall geholfen. Sagen wir es so, wie es ist. Platz 6. Wir kommen zu der Ebene mit den mindestens 20 Millionen verkauften Einheiten. Und zwar Super Mario Odyssey. 21,4 Millionen Mal wurde es bis zum Zeitpunkt 30. Juni verkauft. Das ist für die Mario-Brüderschaft auf jeden Fall ein sehr guter Wert. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass... Zelda, ja, eine unbekanntere, oder was heißt unbekannte, aber naja, wenn man das mal so vergleicht, Mario ist beliebter und bekannter als Zelda, also, Brüder, wir kommen gleich darauf. Platz 5 erstmal Pokémon Schwert und Schild, 21,85 Millionen Mal wurden diese beiden Editionen über den Ladentisch geschallert, ja. Ebenfalls auch über den virtuellen. Wobei ich gar nicht weiß, ob Nintendo hier auch die eShop-Verkäufe mit dazu zählt. Ist das so? Ich weiß nicht genau, ob das hier nur die Auslieferungseinheiten sind oder auch die eShop-Verkäufe. Aber wenn Nintendo die offenlegt, wird auch bestimmt der eShop mit drin sein, oder? Als ob die da so Geheimniskrämerei machen. Wir kommen zu Platz 4. Und das ist, wie gesagt, das, was mich bei Platz 6 verwundert hat. Wir haben hier ein Spiel, das... laut der allgemeinen Meinung, ich sag mal, unbeliebter und unbekannter ist als ja, das Mario-Franchise. The Legend of Zelda Breath of the Wild, 23,2 Millionen Mal wurde es verkauft und damit fast 2 Millionen Mal mehr als Super Mario Odyssey. Deswegen ist das schon irgendwie... Ich finde das wild, ja, ich gönn's Zelda auf jeden Fall, dass Zelda jetzt so einen Boost bekommen hat und... Hoffen wir mal, dass das mit Breath of the Wild 2 auch so bleibt. Ich meine, Super Mario Odyssey 2, davon fehlt jede Spur. Naja gut, vielleicht wird das ja auch irgendwann mal angekündigt. Vielleicht aber auch nicht. Platz 3 geht an Super Smash Bros. Ultimate. 24,77 Millionen Verkäufe hier an der Stelle. Glückwunsch geht hinaus an Sakurai. Sie haben es wieder einmal geschafft. Ich glaube, sein erfolgreichster Titel bisher, kann das sein? Platz 2, Animal Crossing, New Horizons, wer hätte es gedacht? Ja, dass dieses Spiel auf Platz 2 ist, wahrscheinlich niemand, aber 33. Und jetzt kommen wir hier in die Riege mit mindestens 30 Millionen Verkäufen. 33,89, also fast 34 Millionen Mal wurde Animal Crossing New Horizons verkauft. Wild. Sind wahrscheinlich jetzt auch schon bei 34 Millionen, wo wir... dieses Video hier nicht nur aufnehmen, sondern auch hier an die Zuschauerschaft da draußen, wo wir es sehen. Platz 1 muss ich dazu noch was sagen. Wir sehen es gerade im Hintergrund. Mario Kart 8, der Lachs, mit 37 Millionen verkauften Einheiten. 37,08 Millionen Mal wurde Mario Kart 8 Deluxe bisher verkauft und Das Ding geht straight auf die 40 zu, sofern nicht ein neues Mario Kart angekündigt wird. Was ja immer noch so ein bisschen in der Schwebe ist. Ne? Kommt das jetzt, kommt das nicht? Die heiligen Leaks mögen hoffentlich wahr werden. Aber ein verdienter Platz 1 und das ist schon wild. Mehr als ein Drittel aller Switch-Spieler oder Switch-Besitzer haben Mario Kart 8 Deluxe. Wir kommen dann jetzt mal außerdem zu den Verkaufszahlen von Spielen, die dieses Jahr released worden sind. Und ich sag mal so, ein Spiel braucht sich auf jeden Fall gar nicht verstecken. Und zwar Super Mario 3D World. Und Bowser's Fury hat bis zum 30. Juni diesen Jahres 6,68 Millionen Mal ja, verkauft werden können. Fast 7 Millionen Mal. Wahrscheinlich sind es jetzt sogar 7 Millionen, während wir hier dieses Video sehen. Und das in der kurzen Zeit, weil, wann ist das Spiel rausgekommen? Vor einem halben Jahr? Das ist schon krass, wenn man sagt vor einem halben Jahr, aber Februar meint. Wer kennt's? Vor einem halben Jahr. Und wir sind jetzt schon vorbei fast 7 Millionen verkauften Einheiten. Und das Spiel könnte vielleicht sogar bis zum Ende dieses Fiskaljahres vielleicht sogar in den zweistelligen ja, sehr wahrscheinlich in den zweistelligen Bereich kommen, würde ich sagen. Weihnachten kommt ja auch noch. New Pokémon Snap, 2,07 Millionen Mal wurde es verkauft. Mario Golf Super Rush, 1,34 Millionen Mal. Und Miitopia, ganz knapp über die Million, 1,04 Millionen. Und sagen wir mal so, das klingt ja alles schön und gut, aber
so sehr Nintendo auch auf diese Zahlen bauen kann, ja, und gerade bei Bowser's Fury sieht das sehr gut aus, aber Nintendo selbst und auch wir wissen als Konsumenten und als die das im Internet so ein bisschen mitbekommen, dass die Zahlen von Q2 2021, die ich euch eben genannt habe, in Sachen Hardware und Software nicht mit denen vom Vorjahr, also Q2 2020, mithalten können. Denn, naja, die Nachfrage an Switch Lite-Konsolen ist auf der einen Seite stark eingebrochen. Man könnte sagen, um fast die Hälfte. Ja, es wurden jetzt in der Zeitspanne 1,14 Millionen, ja, ich sag mal, Switch Lite-Konsolen verkauft. Ist nicht so viel, oder? Also jetzt innerhalb von 3 Monaten gerade mal etwas über 1 Million von denen zu verkaufen. Und die Zahlen sprechen dafür, denn im Vorjahr gab es etwa 50% mehr Verkäufe bezüglich der Switch Lite. Die Verkaufszahlen der normalen Switch können sich aber wiederum sehen lassen. 3,31 Millionen Stück wurden innerhalb der letzten 3 Monate verkauft. Das ist ja immer noch sehr stabil, ja, und so kommt man halt eben insgesamt auf 4,45 Millionen verkaufte Switch-Konsolen, ja. Wir kommen zu den Softwareverkäufen und da gibt es auch einen Rückgang der Verkaufszahlen. Ich habe ja eben genannt, ne, 45,28 Millionen. Das hört sich ja erstmal auf den ersten Blick ganz gut an. 2020 waren es aber etwa 10% mehr, also ungefähr 50 Millionen. Und dass die Hardware- und Softwarezahlen runtergehen, das kann verschiedene Gründe haben. Zuerst mal müssen wir hier Animal Crossing New Horizons erwähnen. Brüder, ich habe euch gerade die Verkaufszahlen genannt. Es kam letztes Jahr im März raus und hat Nintendo einen ordentlichen Boost gegeben in Sachen Verkaufszahlen der Hardware- und Softwareprodukte. Also, ich denke, die Leute, die Animal Crossing New Horizons gekauft haben, ich denke, einige von denen haben sich auch eine Switch gekauft und eventuell sogar noch andere Spiele. Grüße gehen raus an Mario Kart 8 Deluxe. Zweitens ist Animal Crossing inmitten der Corona-Pandemie erschienen. Das darf man nicht vergessen. Also, kurz gesagt, zum genau richtigen Zeitpunkt, möge man jetzt meinen. Und zwar zu einem Zeitpunkt, in dem viele Leute Homeschooling oder Homeoffice hatten, also kurz gesagt zu Hause waren und eine Beschäftigung wollten. Wer kannte es von euch nicht, der vielleicht sogar bis letztes Jahr März keine Switch und kein Animal Crossing hatte? Ja, und zu diesem Zeitpunkt von Homeschooling und Office kommt Nintendo dann mit Animal Crossing New Horizons für Switch um die Ecke. Und das Ergebnis davon, das haben wir im letzten Fiskaljahr gesehen. Boom. Also die Verkaufszahlen sind ja explodiert, könnte man sagen. Und ein solches Spiel ist dieses Jahr nicht erschienen. Es gibt in diesem Jahr keinen ernsthaften Konkurrenten für Animal Crossing New Horizons. Es gibt einfach keinen. Ja, es gibt kein Spiel, welches in diesem Jahr Nintendo einen großen Hype beschert hat. Gut, möglicherweise wird es jetzt Pokémon Unite sein, das wird die Zeit zeigen. Man darf natürlich aber nicht Bowser's Fury vergessen. Ne? Das ist halt so, ne, das Spiel, das würde ich noch eher so mit dem Hype von Animal Crossing New Horizons gleichsetzen. Was heißt gleichsetzen, aber vergleichen, sagen wir es mal so. Drittens, die Switch Lite. Ja? Wir sehen es doch an den Verkaufszahlen. Die sind, Brüder, die sind verdammt rückläufig. Ja? Und da hilft auch keine GameCube-Blau-farbende Version davon, um dieses Problem zu beheben. Also, bei aller Liebe Nintendo, ja, aber die Switch Lite ist rückläufig und wir haben gesehen, Nintendo hat, glaube ich, jetzt in diesem Mai vor 3 Monaten die GameCube blaufarbende Switch Lite veröffentlicht. Ja, hat wohl nicht allzu viel gebracht, da die Verkaufszahlen zu pushen. Wird, denke ich, auch mal, ich weiß nicht, ob das eine Taktik von ihnen gewesen ist, aber Butter bei die Fische. Ja, und da ist natürlich jetzt die Frage des Tages, ja, was ist Nintendos Antwort darauf, um für dieses Jahr das Ruder wieder rumzureißen? Ganz klare Angelegenheit, Bruders, ich sag euch, wie es ist, ich beantworte es euch in einem Satz.
ganz klar, richtig. Die Switch Pro, ich meine natürlich die OLED Switch, ja. Das ist die Antwort darauf von Nintendo, um in diesem Jahr wieder komplett zu rasieren und die Konkurrenz im Staub stehen zu lassen, ja, wo man wieder auf den vorderen Rängen sein wird in Sachen Software- und Hardware-Verkäufen. Ganz klar, das ist doch das Kaufargument pur. Eine Konsole, die im Oktober erscheint, also quasi zum Weihnachtsgeschäft und teurer sein wird als die normale Switch und geringfügige Verbesserungen haben wird. Ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht, ob Nintendo an Sony und Microsoft vorbeischallern wird mit dieser, ja, neuen Switch-Version, mit dieser Revision, sagen wir es so, wie es ist. Ne? Und ich sage euch so, wie es ist, wir können auf jeden Fall darüber diskutieren, ob das für diesen Zeitpunkt in Zeiten von 4K und in Zeiten von DLSS, ob das ein so guter Plan ist, um an den Erfolgen vom Vorjahr anzuknüpfen, ja. Und um sie vielleicht sogar zu toppen. Wer weiß. Ne? Also, ich will damit sagen, eine Revision der Konsole, die nicht nur geringfügige Upgrades beinhaltet, sondern auch vielleicht mal im Jahr 2021 ankommt und nicht im Jahr 2012 mit dem Tegra-Prozessor stehen bleibt. Grüße gehen raus an Nvidia. Dann hätte man in diesem Jahr die Antwort geben können. Na, dieses Jahr ist eh komisch, sag ich euch, wie es ist. Aber ich sag mal so, besser eine Konsole raushauen, die man ein bisschen verstärkt, mit ein bisschen mehr Horsepower, um auch vielleicht mal wieder an die Third-Party-Fraktion anzuknüpfen oder um sie vielleicht sogar anzugreifen. Wir sehen, wie es Sony und Microsoft vormachen mit irgendwelchen Time-Exclusive-Games, die zuerst da und da erscheinen. Aber Nintendo möchte nicht. Ja? Sie klammern sich wie ein Rhesusaffe an der First Party, am First Party Seil, an der First Party Ranke, so wie Donkey Kong. Ja? Die erstbeste, möchte man eigentlich schon sagen. Ja? Aber wie gesagt, ich hashtag meine Meinung, denke, dass eine Switch Pro stellvertretend zur OLED Switch einfach die bessere Entscheidung gewesen wäre. Aber ich weiß nicht. Das ist vielleicht ein anderes Thema. Man weiß natürlich auch, für Nintendo ist natürlich First Party wichtiger als alles andere, als Second Party und Third Party. Aber ich weiß nicht. Sich so hart auf First Party zu versteifen, obwohl es natürlich ein sehr wichtiger Faktor für Nintendo ist, man sollte die anderen nicht vernachlässigen. Aber wie gesagt, dieser kurze Abstecher ins Switch Pro Universum, den wollte ich jetzt hier nochmal ganz kurz nehmen. Und jetzt ist die Frage, OLED Switch kommt im Oktober. Was kommt sonst noch so an Software in diesem Jahr raus? Da muss ich euch wirklich sagen, da sieht es ganz gut aus. Wir haben auf der einen Seite erstmal WarioWare Get It Together, kommt am 10. September raus. Metroid Dread am 8. Oktober. Gut, ob diese beiden Spiele, die ich euch jetzt genannt habe, ob das System-Seller werden, wage ich zu bezweifeln. Aber diese Riege kommt schon noch, und zwar jetzt im Spätoktober und Mitte November. Da haben wir die fetten Kracher für Nintendos Weihnachtsgeschäft, möchte man sagen. Mario Party Superstars, 29. Oktober, und am 19. November das große Wiedersehen mit der Sinnoh-Region. Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Das sind für mich die Spiele, die Relevanz für Nintendo haben werden und die auch eventuell System-Seller werden könnten. Aber wir machen kurz weiter mit dem letzten Spiel für dieses Jahr, welches Nintendo uns anbieten wird. Advance Wars 1 und 2 Reboot Camp. Das ist natürlich ein Spiel, klar, Nintendo hat gesagt, sie möchten diese alten Franchises wieder hochbringen. Ja, da fangt man mit F-Zero an, würde ich sagen. Grüße gehen raus. Aber kurz gesagt, ja, Hashtag meiner Meinung nach wären die Kracher von den Spielen, die ich euch jetzt genannt habe, Mario Party Superstars und die beiden Pokémon-Editionen. Ja, Diamant, Pearl Remakes. Das ist doch hier das dafür sorgen wird, dass es bei Nintendo klingeln wird. Das Weihnachtsgeschäft, Brüders, das wird doch wieder knallen. Ja,
das ist halt das Ding. Nintendo weiß, dass sie für dieses Jahr, fürs Ende dieses Jahres gut vorgesorgt haben. Ja, und diese beiden, oder diese drei, wenn man das so sagen möchte, diese drei Spiele werden schon dafür sorgen, dass die Verkaufszahlen dieser Spiele in den zweistelligen Millionenbereich gehen. Hundertprozentig, das sage ich euch. Ich meine, gucken wir uns doch mal die Tabelle an. Mario Party, Super Mario Party hat 15 Millionen gehabt und Pokémon Schwertschild war bei 23 Millionen oder so. Also ganz im Ernst, das sieht gar nicht mal so unwahrscheinlich aus, als würden diese beiden Spiele, Mario Party ist eh immer schon ein starkes Spiel gewesen, was Verkaufszahlen angeht. Und Pokémon, da müssen wir nicht drüber reden. Na klar wird sich das verkaufen. Natürlich wird es auch Leute geben, die sich bestimmt ein Bundle holen werden, wenn denn eins kommt von Mario Party Superstars und der OLED Switch und Pokémon Diamant Pearl Remakes. Wenn davon Bundles kommen, natürlich sind das System Seller. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich sag euch, wie es ist. Ja, abseits von Skyward Sword HD Verkaufszahlen, die uns ja noch so ein bisschen erwarten. Ich habe gehört, dass über 1 Million verkauft worden ist, bin mir aber nicht so ganz sicher. Ich habe das nur so gehört. Ob das stimmt, lege ich meine Hand nicht für ins Feuer. Aber abseits von Skyward Sword HD, was bestimmt auch einen guten Erfolg haben wird, ich hoffe, dass es auf jeden Fall die Wii-Zahlen übertreffen wird, was aber, muss man ehrlicherweise sagen, nicht schwer werden wird mit 1, irgendwas Millionen verkauften Einheiten auf der Wii. Das werden die auf jeden Fall toppen, aber ich hoffe, es geht in einen zweistelligen Rahmen. Aber abseits davon sehe ich für das Sommerquartal 2021 schwarz. Klar, Pokémon Unite kam, aber das ist ja ein Mikrotransaktionsspiel und das geht eher auf die Kappe von der Pokémon Company und Tencent statt von Nintendo. Deswegen, ich sehe fürs Sommerquartal schwarz. Das wird ein schwacher Sommermonat. Das werden schwache Sommermonate für Nintendo werden. In Sachen Software- und Hardware-Verkäufe. Und ich habe das ja auch prognostiziert. Nintendo ruht sich auf diesen Berg von Verkaufszahlen aus und bringt nichts Neues. Und mit nichts Neues bringen meine ich nicht, dass sie nicht eine OLED-Switch bringen, sondern ich meine damit, dass sie auch mal vielleicht eine aktualisierte Switch bringen, die im Zeitalter 2021 angekommen ist. Darum geht es mir. Aber ich sehe schwarz für die Verkaufszahlen im Sommer und ich kann nur hoffen, dass das für diesen Herbst und Winter anders aussieht. Aber wie gesagt, es sieht ja ganz gut aus. Brüders, wie sieht das bei euch aus? Was denkt ihr von den Verkaufszahlen? Denkt ihr, Nintendo wird diesen Hype nicht mehr gerecht? Denkt ihr, der Hype wird fallen oder ist der schon gefallen und wird auch so nicht mehr erstarken, wie er es getan hat im letzten Jahr bei Animal Crossing? Schreibt es sehr gerne in die Kommentare, Brüder. Es soll es doch für dieses Video gewesen sein. Ich danke euch sehr fürs Zuschauerisieren. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch doch wohl und ja, tschüss.